Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hier ist wieder euer Klimaexperte Alois. Ich weiß nicht, ich finde das cool. Ich glaube, das Bernd. Nein, keine Ahnung, warum ich das sage. So, worum geht's heute? Es geht um meine fucking geile Kindergartenzeit. Kindergarten, beste Leben. Das könnt ihr natürlich nicht abstreiten. Das war natürlich bei euch genauso. 1:1. Erst einmal muss ich erklären, wieso ist Kindergarten beste Leben? Ist ja eigentlich nur eine Zeit. Ja? Grundsätzlich sagt man als Mensch, jede vergangene Zeit war beste Leben. Alles ist beste Leben. Oh, Schule war beste Leben. Oh, Grundschule, beste Leben, Bruder. Beste. Es war so geil. Natürlich sagt man das immer wieder. Man hört es auch immer wieder. Ist auch irgendwo, ist es ja richtig, weil da war das Leben auch einfach. Unbeschwerlich. Und man hatte weniger Verantwortung und Verpflichtungen, ja. In die Richtung stimmt's ja, dass man das so sagen kann. Aber ich möchte halt jetzt nur sagen, ja, alles was vorbei ist, war schön. Weil man sich immer oder primär an die positiven Dinge erinnert. Ja, ist aber nicht Teil dieses Videos. Teil ist es, was habe ich im Kindergarten gemacht? Meine Hauptmarsch im Kindergarten, ich war voll der Weiberheld. Also ich hatte alle Frauen im Kindergarten. Ich war wirklich, ja, ich habe mit 3 Frauen geheiratet. Im Kindergarten. Ich war schon so ein geiler Hund. Ja, muss man ganz ehrlich machen. Im Kindergarten hat mir keiner das Wasser reichen können. Naja, das ist jetzt übertrieben. Es gab noch ärgere Player. Aber ich war schon einer von den guten, also von den guten Playern im Kindergarten. Ich hatte einfach wirklich, ich habe meine Mädchen alle gemocht. Und natürlich, wenn man den mag und dann schaut man sich das Verhalten von seinen Eltern ab, dann ist man dann schon so in dem, ja, ich muss dich heiraten und dich küssen und alles. Also, man kommt halt irgendwo in den Modus, dass das halt Liebe ist und ja, man glaubt das halt. Aber im Prinzip merkt man, je länger man dann, also vor allem in der Grundschule wird das dann so, Mädchen, das geht gar nicht. Und irgendwo bekommt man halt dann diese Phase, wo man so tut, als würde man sich davor ekeln, beziehungsweise wo man, naja, irgendwo ekelt man sich schon auch davor. Man darf das ja gar nicht so runterreden. Aber es ist halt bei weitem übertrieben und einfach komplett unrealistisch. So. Was war meine Masche? Ich habe, natürlich braucht jeder Mensch, der viele Frauen hat, eine Masche. Ja, zwar, der Trick war, eigentlich, für mich war das gar kein Trick, für mich war das halt pure Realität, irgendwo vielleicht traurig, ist halt so. Für mich war das halt die Realität, ich hatte halt im Kindergarten, im ersten Jahr vor allem, habe ich ja wenig Freunde gehabt, ja, ist ja auch irgendwo normal, man ist halt vielleicht noch kleiner und ein bisschen schüchtern und dann muss man halt, braucht man ein bisschen Zeit, dass man halt da dann in so eine Art Flow kommt, ja, das heißt Flow, aber dass man halt Freunde hat, dass man weiß, wo die Spielsachen sind und so weiter und so fort, das man kommt da einfach rein, man ist noch jung, ich meine, ihr versteht das sicher. So. Kleiner Bernd, die müsst ihr euch vorstellen, ganz lieber süßer Junge, ja, sitzt quasi da, mitten in dem ganzen Raum, hat ein Putzle in der Hand und ist ganz einsam. Bernie ist ganz einsam, sitzt da und bastelt Putzleteile in die Lücken rein. So, Bernie denkt aber daran, dass seine Mama zu Hause war, ist und immer mit ihm Putzle gespielt hat und Putzle gebaut hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 3 Jahre alte Berndi fängt einfach zum Weinen an. Mir sind so richtig dicke Tränen immer runtergekullert. Also ich war so richtig niedlich dabei. Wahrscheinlich. Ich weiß ja selber nicht, aber es muss so gewesen sein, weil dann sind immer die Mädchen, also die was schon 2 Jahre älter waren als ich, also die ganz, ist eigentlich schon das alte Eisen im Kindergarten, wenn man so sagen will, ist dann immer zu mir gekommen und hat mich dann immer getröstet und Bernie, komm her, die haben mich umarmt und mich so bemuttert. Ganz ehrlich, ich habe das halt schon sehr genossen, tatsächlich. Ich bin aber bis heute noch dankbar, dass sie das gemacht haben, weil das ist halt so süß, ja, und so menschlich irgendwie. Ja, Ehrenfrauen, ja, damals schon. Je älter und je länger ich im Kindergarten wurde und je mehr Leute mich dann gemocht haben, desto mehr wurde ich, naja, was heißt ein Wichser? Ich wurde nie ein Wichser, aber ich war schon ein ziemlich, ziemlich dummes Kind, würde ich sagen. Ich habe meinen Freund, also mein Vater arbeitet ja mittlerweile immer noch,
beim Militär, so, ja, und ich wusste halt nie, was er dort macht. Im Prinzip ist er halt kein Offizier oder sowas. Also er macht halt nichts wirklich Militärisches, sondern eher Organisatorisches. Und ich wusste halt das alles noch nicht. Ich wusste ja generell nicht, was Militär überhaupt ist als Kindergartenkind. So. Und ich habe den ganzen Leuten dort gesagt, ja, mein Papa arbeitet beim Bundesheer und der hat in den Käfigen Dinosauriern eingesperrt. Und wenn sie ausbrechen, dann fliegen sie mit den Hubschraubern und schießen sie mit so Pistolen ab, dass sie wieder einschlafen. Fragt mich nicht, wieso ich das erzählt habe und wieso ich das auch selbst dann irgendwo glauben wollte. Ich dachte halt, weil jeder irgendwie so mit seinem Vater angegeben hat, so, mein Papa macht das, mein Papa ist Lastwagenfahrer und mein Papa macht das Cooles. Habe ich mir gedacht, was macht mein Papa eigentlich? Ich weiß es nicht mal. Ich bin so dumm. Ich sage jetzt erst beim Bundesheer, irgendwas Cooles wird er schon machen. So. Und dann habe ich halt, ich hatte ein Publikum, das mir halt dann immer zugehört hat. Weil ich habe die krankesten Geschichten darüber erzählt. Und das Traurige ist halt, im Kindergarten glaubt man halt jeden Scheißdreck. Und sie haben halt, also viele Menschen, nicht alle, einige Menschen waren da schon smart tatsächlich. Aber einigen Menschen konnte ich das halt schon vermitteln. Und ich habe das halt irgendwie lustig und süß gefunden. Aber natürlich würde ich so einen Scheiß natürlich nicht mehr machen. Ja, das war's aber. Ich habe natürlich gelogen, ja, aber andererseits, ich wusste ja nicht mal, was er macht. Und ich dachte halt, irgendwo so in die Richtung würde er schon machen. Also nur zu meiner Rechtfertigung jetzt. Ja, aber es war immer cool, wenn wir draußen gespielt haben. Wir hatten immer unser Geheimversteck. Das war tatsächlich neben meinen Nachbarn. Also, wenn man da beim Zaun stand, da hat man zum Grundstück meines Nachbarn gesehen. Und somit auch in mein Grundstück. Da, wenn meine Mutter draußen war und die Wäsche zum Trocknen aufhing, dann haben wir sie einfach dort gesehen und konnten halt rüberwinken. Und das war halt irgendwie cute. So. Ich meine, wer sieht nichts gern seine Mutter einfach so von dieser Distanz und winkt ihr? So. Ich meine, das ist halt einfach schön. So. Aber ganz egal, das geht halt jetzt gar nicht. So. Bei uns waren halt immer so Anfang der Jahreszeit kamen halt immer so Feen. Ja? Also im Sommer kam die Sommerfee, im Frühling kam die Frühlingsfee, im Winter kam die Winterfee und im Herbst natürlich die Herbstfee. Ja? Das war natürlich immer so ein richtig cooles Event. Und wenn Nikolaus oder Osterhase oder sowas da waren, alles mega cool. Also Kindergarten, beste Leben, sage ich noch einmal. Ja? Also es war schon alles mega nice. Und wie gesagt, ich war ein Frauenheld, ich hatte die Frauen. Ich habe wirklich mit so vielen Mädchen dann geheiratet und das mit so vielen auch jetzt nicht. Aber ich habe halt die Mädchen auch gemocht und ich habe sie gemocht und damals war das noch so unkompliziert. Damals waren die noch keine anderen Menschen. Sind sie auch nicht. Ja? Aber irgendwo in der Grundschule, wie gesagt, da kommt dann diese Phase, wo man sich komplett zu 100% davon differenziert. Und dieses Wiederfinden, das findet normal, finde ich halt, dann Mitte in der Oberstufe, also in der Unterstufe statt und dann halt vor allem in der Oberstufe. Nachdem ich aber in der Oberstufe, also in meiner HTL-Zeit logischerweise, also IT-HTL interessiert jetzt vielleicht nicht so viele Menschen, Mädchen, nachdem das halt dann so war, es in die Richtung ging, hatte ich halt sehr wenig dieser Phase, dass ich dann so dachte, okay, eigentlich sind sie auch ganz normale Menschen. Ich meine, ich habe nie was anderes gedacht und ich habe nie Frauen deswegen schlecht behandelt oder anders behandelt als Männer. Aber ja, es hat mich auf jeden Fall auch geprägt, muss man wahrscheinlich so sagen. Was aber noch zu erwähnen ist in dem Kontext, ich überlege gerade, was wir eigentlich noch alles so gemacht haben im Kindergarten. So. Ja, es waren die Feen waren immer da. Wir sind viel spazieren gegangen, wir sind viel um die Runden gezogen. Aber ja, was auf jeden Fall krank war, wie ich in meinem letzten Kindergartenjahr war einfach, also hatten die so einen fetten Wasserspielplatz haben die gebaut. Und das war nach meinem letzten Jahr, also ich konnte diesen nicht mehr nutzen. Das heißt, wir konnten draußen weniger spielen, weil sie den Platz brauchten für diesen fucking Wasserspielplatz. Und dann war ich weg.
So. Ich hätte einfach den scheiß Kindergarten nochmal wiederholen sollen. Ja. By the way, neuer Fun Fact. Wir haben meine Freunde, also ich war eher mit den Jüngeren immer unterwegs. Ich habe, ja, im Prinzip mache ich das immer noch. Ich mache immer noch lieber was mit jüngeren Menschen, weil die mich einfach mehr respektieren und ich respektiere halt auch Jüngere genauso wie Ältere. Und das ist irgendwie so das, warum ich halt Jüngere irgendwie mögen, schätze ich halt jetzt mal. Ja, kann natürlich auch falsch liegen. Aber ich hatte halt damals halt gerne einfach den gleichen Respekt, den ich halt den anderen Menschen schenkte. Und ich glaube, das hat sich eigentlich so beibehalten. So. Das ist aber ein random Fun Fact. Und ich habe halt mit diesen zwei Menschen, also was waren eigentlich die ganze Zeit rumgehangen. Und es war halt lustig. Ich dachte, ich bin so alt wie die. Ich meine, ich bin auch fast so alt wie die. Aber ich war halt dann schon im, ich bin ja ein Augustkind, ich war halt dann schon im Jahr darauf. Also ich war schon im nächsten Jahr quasi wieder. Und deswegen, wenn sich die Großen, die Riesengroßen nannten wir sie, das war die älteste Gruppe in meinem Kindergarten, wenn sich die halt dann getroffen hat, dann habe ich mich nicht angesprochen gefühlt, weil ich mir so dachte, okay, sollen die gehen? Ich bin ja noch bei den Jüngeren dabei. So, das dachte ich halt wirklich. Ist aber auch jetzt ey, ganz egal, weil scheißegal, ich war ja dann trotzdem bei den Älteren dabei und es hat ja auch gepasst, ja. Ja, vielleicht hätte ich mich aber mit den Jüngeren besser verstanden, man weiß es nicht, aber man will auch jetzt gar nichts sagen, weil es war so, wie es war und im Endeffekt ist es auch okay so. Ja. Aber, jo, wir sind 108 und finden den Ausgang nicht, aber ist er vielleicht nicht einfach da bei der Schiene? Wenn ja, dann beiß ich mir den Ass. Okay, nein, wir gehen jetzt einfach raus, scheiß drauf. Sonst wird es zu spät, sonst fressen wir zu viele Bären und sonst kommen wir nicht klar. Okay. Meine crazy Kindergartenzeit. Ich hoffe, mir fallen mehr Geschichten ein. Ich sollte mir das irgendwie aufschreiben. Aber wie gesagt, wichtigsten Punkte, ich war ein Player. Ich hab geglaubt, mein Vater hat fucking Dinosaurier beim Bundesheer eingesperrt. Abgesehen davon, dass es keine Dinosaurier mehr gibt. Warum sollte das Militär Dinosaurier haben? So, egal. ja, das war alles im Prinzip auch. Ja, wir haben halt gewisse Schimpfwörter gehabt. Das Gegenteil von cool war damals schwul. Sorry, aber ich weiß ja auch gar nicht, wieso das so war. Aber ich habe das halt einfach, das wurde damals halt so gebraucht. Und man merkt sich halt schon so ein bisschen die Sachen, die Menschen so treiben. Also man macht dann schon auch irgendwo immer, ja. Also man redet ja wie deine Kollegen mehr oder weniger. Genau, das wollte ich so anmerken. Also kleine random Side Fact. Gut, aber ich würde sagen allgemein, dass wir uns in der nächsten Folge wieder sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es kommen vielleicht noch mehr Kindergartenvideos. Das war jetzt nicht alles, weil es waren ja doch 3 Jahre. Das waren so die Basics ein bisschen. Ja, danke fürs Zusehen. Ciao.